Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatutu beim Clan True Warriors. Ja, Besuche gehen weiter. Ich habe ja noch einiges abzuarbeiten. Und kurz die Dinge vorab, bevor wir uns gleich den ersten schon mal anschauen. Ich bewerte die Bases nur, gebe auch vielleicht den einen oder anderen Tipp. Alles aus meiner Sicht, also das muss nicht euren Sichten entsprechen. Und ihr dürft auch nicht sauer sein oder eingeschnappt sein, wenn ich mal eine Base nicht, also mir nicht schön gucke oder schön spreche, sondern wenn ich auch mal sage, Mensch, das ist scheiße. Also alles nur meine Sicht. Und ihr habt mir eure Text geschickt und ich habe hier gleich den ersten drin, das ist der Fadi Dub. Den hatten wir gestern Abend kurzfristig im Clan. Er war dann so nett und hat uns sein Alter verraten. Also cooler Account hier, muss ich sagen. Schöne, starke Helden. Vielleicht die eine oder andere Truppe hätte man noch ein bisschen höher machen können. Vor allen Dingen im RH9-Bereich. Wenn ich jetzt so an die Hawks denke und auch an die Valkyren. Aber vielleicht ist er ein guter Luftangreifer. Aber auch der geht ja schon bei Rathaus Level 9 zwei Level hoch. Wir gucken uns die Base mal an. Ja, ist schon eine starke Base. Um die ja eigentlich auch starken Helden hier herum, keine Frage. Schöne Ringbase hier, ich denke mal zum Farmen ist das genau das Richtige. Und ich glaube aber, das ist schon seine CK-Base, denn so weit außen hat man seine Lage dann nicht unbedingt. Die kann man denn ja doch relativ schnell mit Kobolden erreichen, aber er kloppt hier die Clanburg hoch. Auch schon ein bisschen spät, wenn ich überlege, wie lange die hier laufen, jetzt erst die Clanburg hoch zu machen. Naja. Kann man machen, sollte man aber nicht. Also kloppt eure Clanburg, wenn ihr RH10 seid, relativ früh hoch. Und wir sehen es hier unten, Queen geht jetzt auch schon ein Level auf 33 hoch. Wunderbar, also heldenmäßig und auch basemäßig. Sieht das gut aus hier, hier geht natürlich noch einiges. Denke mal, so super lange, also länger als die Wochen, wo die Infernos hier laufen. Und auch die X-Bögen sind hier, oh, der ist auch schon auf 4 hier. Der ist auf 4, sehe ich die auch. Also er hat schon die starken Sachen alle oben. Das sieht an der Stelle ganz gut aus. Nehmen wir uns den nächsten. Was ich übrigens auch nicht gemacht habe, ich habe alle Spieler, die wir jetzt in den True Warriors 2 Clan drin haben, habe ich alle rausgelassen. Das wäre ein bisschen zu viel Eigenwerbung für unseren zweiten Clan und deswegen kommen die an der Stelle nicht an die Reihe. Wir haben hier Schokoeis, wir gucken uns Schokoeis an. Ich kenne Schokoeis nämlich aus meinen Streams und da war noch ein RH8, glaube ich. Jetzt ist er mittlerweile ein frisches RH9. Und mal sehen, ob er hier die wesentlichen Dinge hochkloppt, die man so auf RH9 machen sollte. Jawohl, AB-Lager geht schon mal hoch. Super. Und was haben wir hier? Hier geht der zweite Airsweeper hoch, also der Luftfeger. Und das sieht auf jeden Fall gut aus. Die solltest du vielleicht als nächstes hochkloppen, denn 30 Truppen ist schon nett. Also Golem geht rein, Lavahund geht rein. Und er hat auch schon... Ah ne, die dunkle Zauberfabrik muss auch noch, aber das dauert auch alles. Ich denke mal, so lange ist er hier noch nicht RH9. Ist aber ein ausgemaxter RH8er gewesen. Das seht ihr hier auch an den Truppen. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich meine, ich hätte das im Stream auch gesagt, wird ein guter Starter hier sein auf RH10. So, dann haben wir den nächsten. Ich habe übrigens wieder was für die kleinen Pausen eingebaut. So eine super Tannenschonung habe ich gefunden. Und habe auch noch einen echt starken Angriff, wenn ihr mal leer geschossene Infernos auf Level 5 sehen wollt. Ah, wir haben hier den Fenerli 80. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hatte. Oh, spielt er hoch in der Legende hier. Alltime Besten 6222 ist auch im Moment sein aktuelles Konto hier. Und ja, da gibt es ja nicht mehr viel zu sagen. Hier ist alles maxed, beziehungsweise geht hier noch auf maxed. Der hier ist schon ein nach oben gegangen und die sind schon auf... ich muss mal ein bisschen reinspulen. 14 gehen also auch noch ein Level hoch. Haben wir hier schon 15er? Ja, hier haben wir schon 15er. Also ich muss sagen, ich finde die 14er etwas schicker als die 15er hier. Die sind hier noch so irgendwie so ein bisschen glatter jetzt geworden an den Rändern. Ich fand also auf 14 sehen die alle besser aus. Ja, mehr muss ich zu dem Account hier, glaube ich, nicht sagen. Clan Level 13 ist auch sehr, sehr stark und hier gibt es an den Truppen, glaube ich, nichts auszunörgeln. Magier gehen ja jetzt hoch auf Level 8. Miner gehen auf 5 hoch. Also ich denke mal, irgendwas wird er auch am Laufen haben. Skelly-Zauber hat da keinen Bock drauf. Kann man machen, muss man aber nicht. So, dann haben wir hier den nächsten. Es kann auch durchaus mal sein, dass ich einen doppelt erwische.
weil ich mir natürlich nicht meine vorherigen Dorfbesuchsfolge alle angucke, aber ich lösche hier einfach die Sachen dann aus meiner Datei raus. Hier haben wir den Furkan vom Clan Doom of Destiny, auch starker Clan, Clan Level 12. Und wir sehen hier einen RH9er, der war ganz durchwachsen aussieht. Hier hätte noch ein bisschen was gekonnt an den Truppen. Auf RH8 vor allen Dingen, die Hawks gehen da ja schon auf 4 hoch. Und aber hat jetzt schon mal, na, den Golem hat er immerhin, ich denke mal, er hat als allererstes den Hund gemacht, denn Lufthuppen sind ja nach wie vor, ihr kennt das aus meinem Video, sehr, sehr stark. Und wir sehen hier leider eine abgefarmte Base. Auch das kommt vor. Hier, ich gucke mir nicht alle vorher an, sondern schnappe mir oftmals auch die Tags. Und wenn sie natürlich abgefarmt sind, dann sind sie halt gerade abgefarmt. Aber er hat hier die 30er Clanburg. Und wir gucken mal, wo die Bobs so beschäftigt sind. Hier am Archer Tower, hier oben auch noch zwei Bogenschützentürme auf einmal. Okay, das kann man machen. Die Baracken gehen hier hoch für die... nicht für die nächsten Truppen, sondern damit man wieder mehr bauen kann. Also wenn dir ja eine Baracke fehlt hier, also eine Kaserne, dann dauern die anderen Truppen ja entsprechend länger. Aber hier gehen jetzt die Lars hoch. Ja, die geht auf 7. Die hat er, die schon auf 7. Ja, das sieht gut aus. Ist da die nächste? Ja, die hat er auch schon auf 7. Also sieht wirklich gut aus hier. Und 220 Truppen, wunderbar. Das passt. Ich gehe mal davon aus, dass hier in der Mitte die Teslas sind, wo die Queen gerade rumhampelt. Sieht cool aus. So, da haben wir noch einen, bevor wir unsere erste kleine Pause hier einbauen. Ja, Pause ist es ja nicht, aber mal was anderes. Satra Benz vom Clan Noobs IMTV, YouTube 2 heißt es, glaube ich. Ein Level 1 Clan, okay. Und ein RH8 hier an der Stelle. Auf RH7 wären ja schon die Hocks noch ein bisschen höher gegangen, wenigstens auf Level 2. Und mal schauen, wie weit er da schon ist, aber ich sehe es jetzt auch direkt wenig CK-Sterne, also sollte es auf jeden Fall ein bisschen mehr CK spielen, damit du ein bisschen mehr Erfahrung bekommst. Und ja, die Base sieht ganz ordentlich aus. Da sind jetzt sicherlich erstmal die Mauern nachgemacht worden, aber hier kommen schon die ersten Schwarzen hier oben, jawohl. Das ist auch cool. Und ja, ihr wisst es selber, man baut so nach und nach, je nachdem wie viel Bauhütten man auch hat und wie viel Bauarbeiter man beschäftigen kann, wenn man halt nur 2 Stück hat, aber ich sehe hier 1, 2, 3 Hütten, also mit 3 geht er schon. Er spielt euch den vierten einfach oder die vierte Bauhütte mit den gesammelten Werken hier aus der Base mit Erfolgen, also so schafft man das in jedem Fall. So habe ich das letztendlich auch gemacht. Ja, kommen wir zur ersten kleinen Aufhalterung, erste kleine Einspielung hier. Eine nette Tannenschonung, die dem Julix hier untergekommen ist. Ja, und in den Dorfversuchsfolgen, da habe ich ja immer so ein paar Anekdoten für zwischendurch und schaut euch mal diese Base hier an. Richtig schön um die Bäume gebaut hier und richtig schön gerusht, also so ein richtig krasser CK-Account hier. Also wir sehen hier überhaupt keine Dev, außer die kleine Kanone hier unten. Ja, und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für unseren Julix hier. Also wirklich mal krass, habe ich auch ewig nicht gesehen, muss ich sagen. So eine Base hier, nur die Mauern hier um diese Bäume gebaut und um die Büsche gebaut und trotzdem hat er hier CK-Truppen drin. Das hat der Julix natürlich richtig gut gemacht, hat geguckt, hat gewartet, was kommt da raus und schafft dann auch mit seinen Giftzaubern hier die CB, ja. Und den Rest brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht großartig anzuschauen. 5 Heilzauber hier für die Mine auf Level 3. Keine Helden dabei. Aber ja, was ist jetzt noch in der Dev hier? In der Dev werden jetzt noch 1, 2, 3, 4 Tesla sein. Der erste ploppt hier jetzt bereits hoch. Aber trotzdem, ja, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, so eine Base hier. Muss man mal so sagen. Und jetzt guckt euch mal an, in welcher Liga der sogar spielt. Meister 2. Ja, im Meister 2 erwischst du hier so einen Mist hier. Also, das geht ja mal gar nicht. Und der hat immer noch 30, meine jetzt über, noch erst 2 Heilzauber verwendet. Ja, mal gucken, ob er überhaupt noch einen verwendet. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich sehe es zum ersten Mal hier. Aber als ich die Base hier geblickt habe, habe ich gedacht, naja, Bäume-Base, ne? Aber ich denke mal, das lockert hier die Folge so ein bisschen auf. Da bin ich auch ganz froh, wenn mir auch meine Leute das mal so ein bisschen posten, ja, also aus meinem Clan. Und mal sehen, ich denke mal, dass er noch von oben jetzt reingekommen ist. Ah ne, er macht hier unten erstmal noch die Bauhütte. Denn in Meister 1 sind das natürlich auch richtig schicke Pokale hier, die man hier mitnimmt.
ist immerhin RH10er, gar nicht mal so tief von seiner Liga entfernt. Und ich denke mal, da gibt's auch am Ende ein paar für, er hat immer noch 30 Miner hier über und einen Halsauber noch zusätzlich gesetzt. Okay, ja, dann war's das hier mit der Base vom Tent, oder Tet heißt er. Und, ja, 19 Pokale, sind wir ehrlich, für Noppes. Super gemacht, Julix, weiter so. Und da sind wir zurück bei den Besuchen. Ich bin beim Member Hallo vom Clan Deichdrachen, auch schon kurz vor 10. Er ist hier Co-Leader und ist ein RH10, so wie ich das sehe auch. Ja, ich weiß nicht, ich denke mal auch noch nicht so super lange. Aber der Rest für RH9 passt auf jeden Fall. Er hat hier Bowler als erstes hochgezogen. Das ist auch super, hat auch schon eine Miner-Kaserne. Also kleiner Tipp, die Miner sind echt eine coole Truppe neben den Bowlern. Und ich denke mal, die Base wird ähnlich aussehen. Ich habe es gerade noch gesehen, 700 CK-Sterne oder 747, also auch schon viele Kriege mitgemacht. Und ja, das Dorf sieht gut aus. Um die Helden hier herum gar nicht mal so übertrieben erstmal. Also erstmal ganz locker die Infernos hier auf 1 gebaut. Und hier oben, hier unten knüppelt er den X-Bogen schon mal auf Level 2, so dass er hier nachkommt. King geht auf 32, das ist natürlich auch super. Und ja, ich habe es in meinen 5er Schritten gemacht. Kann man machen, muss man aber nicht. Er hat hier 235 Truppen, also auch da, denke ich mal, ist er noch nicht so lange RH10, denn die Lager hier dauern ja auch schon 10 Tage. Also da muss man, das kostet, die kosten auch Überwindung, finde ich. Hier einen Bob abzustellen. Und ich sehe aber, Clanburg hat er schon auf 35, also super Start hier. Ersten Mauern hier oben auch schon goldig. Und ja, das sieht gut aus. Es kommen jetzt die ersten Gebäude auch nach, die man ja mit RH10 erstmal an den Level, denke ich mal, angleicht. So habe ich das eigentlich auch mal gemacht. Und ja, cooler Account hier, cooler Start auf RH10. Ich denke mal, hallo, hat alles richtig gemacht. So, wen haben wir nun? Ich lasse mich auch gerne überraschen, dass der Avenger vom Kolonial Troops. Er ist ältester und Clan Level 11, auch schon stark. Und wir sehen hier einen RH8. Ich weiß nicht, warum er noch keinen Golem hat, aber den King schon auf 10 und den Pekka auf 3. Also sicherlich nicht mit den Riesen zusammen die Pekka benutzen, sondern dann baue doch eher eine dunkle Kaserne aus. Wir gucken mal, ob er hier nicht schon eine jetzt gerade ausbaut. Ah doch, hier geht sie hoch. Jawohl. Die geht hoch, dann hat er auch den Golem. Super. Ja, super Sache hier, auch cooles Dorf. Ist natürlich schon ziemlich stark, muss ich sagen. Mauern werden jetzt schon schwarz und die Def hier sieht schon sehr, sehr stark aus. Ich denke mal, die ist hier ausgemaxt auf RH9. Die gehen nicht höher hier. Die gehen auch nicht höher und der Bombenturm geht auf 2. Okay, den kann er noch machen. Und der Sweeper, ja, geht glaube ich nur auf 3. Ich weiß es gar nicht genau, wie weit er auf 8 geht. Aber hat er auch 200 Truppen, brauche ich gar nicht gucken. Sieht gut aus, auch von den Farmtruppen hier. Das Dorf hält sicherlich, ja, das was er jetzt schon hat, läuft was im Labor hier. Bei ihm läuft auch irgendwas im Labor. Also, ja, Elex-Überschuss ohne Ende. Den King schon auf 10, also kann er demnächst sein Dunkles für die dunklen Truppen auch benutzen. Also, alles richtig gemacht, glaube ich. So, jetzt habe ich hier leider ein Leerzeichen mit drin, glaube ich, in meiner Zwischenablage. Ich muss mal eben schauen. Ja, da ist es. Manchmal vertippe ich mich da auch, beziehungsweise nehme ein bisschen viel mit rein. Das ist ja Mobile Jason hier vom Clan Nochi Berzloy, heißt es, glaube ich. Er ist dort Co-Leader, Clan Level 10 und auch ein R8 und ein, oh, starker R8. Ein bisschen wenig CK-Sterne, kannst du noch ein bisschen nachlegen. Aber er fordert hier richtig eine Truppen. Ja, wenn du in so einem Clan bist als R8, da kannst du dann auch nicht unter Umständen immer Truppen spenden, vor allen Dingen nicht, wenn es dann in die CKs geht. Aber ich denke mal, wir sehen jetzt auch ein starkes R8-Dorf. Ja, keine Frage hier. Das erkennt man eigentlich schon an den Truppen, dass das Dorf, denke ich mal, auch ähnlich stark sein wird. Also der ist durch hier. Nur noch ein paar Mauern. Das Dunkle hier reicht schon für die Queen, für den Start auf RH9. Und ja, sieht richtig gut aus hier. Tolles Dorf. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und hat schön die Lager zum Abfarmen draußen, zumindest was das Elex angeht. Das brauche ich nämlich an der Stelle, glaube ich, nicht mehr. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann macht er auch noch etwas im Labor. Ich denke mal, es kann nur der Erdbebenzauber sein. Ah ne, können auch die Hawks sein. Können auch die Hawks sein oder die Minions. Die gehen ja, glaube ich, auch auf 4 hoch. Also ein bisschen ist noch zu tun, aber auch nicht so wirklich viel. Der CK-Stamm hier ist auf jeden Fall da. Und ja, alles richtig gemacht.
aus meiner Sicht. Ja, das muss nicht eure Sicht sein. Hier haben wir den XX vom Schland-Clan. Schland, okay. Ist ein RH9. Und ja, da wäre ein bisschen was gegangen. Also, Valkyren hätten ja noch ein Level vertragen, aber er hat einen Hund jetzt schon raus. Das heißt also, dunkle Kaserne auf Rathaus Level 8, 9 Niveau und 30er Clanbuch, das sehe ich auch auf einem Blick, aber leider ist er abgefarmt hier. Mal gucken, was er baut. Ich hoffe nicht die X-Bogen. Ja, okay, der geht auf 2, der ist schon auf 2, also gleich die nicht so stark an, mach deine Helden erst und lass die Base nicht zu stark zu deinen ja noch nicht so starken Helden werden. Ich weiß, man kann, so eine RH9 Base ist relativ zügig aufgebaut, aber wie gesagt, die Helden leiden da ganz, ganz stark drunter. Also level ruhig die Helden, mach dort weiter und ja, lass sie vor allen Dingen nicht abfarmen. Ich glaube, das waren, wenn dann überhaupt 50% hier. Also schon verteidigt. So, hier haben wir den nächsten. Das ist der Butterbomb vom Clan Basis Power. Er ist dort Leader. Und wir haben hier, oh, wir haben einen starken R10er. Super, 34er, Queen, 40er, King. Das sieht cool aus. Und auch die Truppen sind genau die, die man machen sollte. Golem, Valkyrie ist oben. Der Lava-Hund ist auf 3, Bola auf 2, also wunderbar. Echt cooler Account hier. Drachen auch auf 4, okay, der geht ja noch ein Level hoch auf 5, aber auch das Dorf hier ist stark. Sehe ich auch auf einen Blick. Er pumpt jetzt gerade Dunkles, ich denke mal, um hier seine Queen weiter auf 40 zu pimpen. Denn der King ist schon 40 hier und ja, die Base sieht cool aus. Vielleicht hier irgendwie mal, also ich mache es ja immer ganz gerne, ich sage es auch in jeder Besuchsfolge, Magertürme in der Nähe von der La. Hier ist ja etwas effektiver, vor allen Dingen gegen Lohns dann. Aber ich denke mal, ist auch eine starke Base hier. Wir können mal reingucken. Hier 37 Defenses, also hält. Wunderbar. Echt coole Base. Mache ich mir mal gerade ein Bildschirmfoto von, wenn du nichts dagegen hast. So, dann habe ich die mal drin. Ich könnte mir auch mal eine neue Farmbase bauen. Also vielen Dank, Butterbomb, für deinen Beitrag hier. Und ich hoffe, ich kann mir deine Base einfach mal nehmen und mal testen, denn ich habe tatsächlich ja meine von Anfang an und habe noch nie eine andere getestet. Den hatte ich schon gehabt. Entschuldigung, den haben wir schon gehabt. Und bevor es in die zweite Folge beziehungsweise in unsere zweite kleinen Pausenfüller geht hier, gucken wir uns noch den Furkan an. Doom of Destiny haben wir auch schon gehabt. Okay. Das muss ich dann leider, glaube ich, rausschneiden. Sehr ärgerlich, dass ich hier Doppelpasten habe. Der German Clasher von Family Imperium, Clan Level, wie sehe ich das? Clan Level 9, Co-Leader in der Titan League. Ah, willkommen beim Partner hier, aber als RH9 hier. Das ist auch krass, ich denke mal, die Base mit 20er Heldenpärchen ist auch entsprechend stark und ist auch, ja, der ist soweit durch hier. Mal gucken, ob die Forschungen dazu passen. Ja, das passt alles, passen nur die Helden nicht, das wird er nicht mehr packen, weil das Ding hier jetzt schon läuft. Aber mit 20er Helden kann man hochgehen, glaube ich. Ist auch relativ üblich, dass man, wenn man jetzt nicht so ein exzessiver Maxer ist wie der Thorsten, dann macht man es vorher, ich mache es nicht, weil ich habe alle Zeit der Welt. Das Spiel läuft mir ja nicht weg. Damit sind wir beim zweiten Pausenfüller hier. Hier könnten wir mal vom King Asa einen Angriff sehen, wo man richtig schön mal leergeschossene Infernos auf Max-Level sieht. Viel Spaß. Ja, und was ist unserem King Arthur hier mal wieder passiert? Ihr seht das hier. 700.000 Gold, Elex und fast 8.000 Dunkles hier in der Legende. Das ist dem Arthur hier mal wieder passiert. Der Spruch dazu war dann, Mensch, alles gegemmt und dann inaktiv gehen. Ah, richtig krass hier, meine Herren. Das ist natürlich super. Und vor allen Dingen gibt das auch richtig Pokale hier an der Stelle für einen Angriff. Also das ist mal, das hat man ja auch nicht alle Tage. Also ich habe das ja jetzt auch in Titan League ab und zu mal gehabt, dass du hier Pokis kriegst ohne Ende. Oder aber du kriegst nur ein ganz, ganz bisschen, aber hast halt Bases hier, die pickepacke voll sind, wo wirklich ohne Ende Lot zu holen ist. Und ja, und wenn du natürlich so eine schöne inaktive Base hier hast, wo wirklich alles rappelvoll ist. Die dunklen Bohrer da auf der anderen Seite. Ihr könnt das hier rechts oben sehen. Tiefschwarz, also hier ist wirklich, wirklich viel zu holen. Die Tesla schön verschossen. Also hier seht ihr auch mal,
Maxed Out Teslas. Infernos. Maxed Out Infernos, wenn sie leer sind. Also wirklich, wirklich krass. Kann man nicht anders sagen. Ja gut, die anderen Sachen laufen natürlich nicht aus. Aber, die X-Bogen sind auch nicht an der Stelle geladen, beziehungsweise schießen nicht, weil sie leer sind. Und der Adler hat auch eine rauchende Fahne aus seinem Schlot, also auch verschossen, nichts drin. Und der King Arthur hier übt im Moment so ein bisschen mit den Minern vor allen Dingen, auch in den CKs. Und ich denke mal, ist echt ein schöner Angriff hier, den wir hier in unserem Dorf besuchen, einfach mal wieder mit reinnehmen, um das Ganze so ein bisschen lockerer zu machen. Ich habe mitbekommen, dass euch das auch ganz gut gefällt, dass wir nicht stumpf nur ein paar Besuche machen, sondern dass wir auch einfach mal einen Angriff schauen oder so wie vorhin diese komische Weihnachtsbase, hätte ich fast gesagt, die Base mit den vielen Bäumen und richtig krass hier. Und dann auch noch der Legendenlot, das müsst ihr auch noch drauf rechnen. Ich weiß gar nicht, was da oben gibt, aber 36 Pokis, das ist wirklich krass. Ja, krasse Action, was der Arthur da oben in der Legende findet. Also wirklich so ein gottverlassenes Dorf. Total verschossene Def, also wirklich, wirklich krass. Ja, finde ich sehr nett, dass, wie gesagt, auch meine Leute immer mal wieder hier am Start sind, während wir hier den Roadie haben vom Bretten SW Elite. Er ist ältester Clan Level 9 und es ist ein Rathaus 9. Truppen sind durch. Wir gucken mal 20 21er Heldenpärchen und er kloppt das Rathaus auch noch nicht hoch. Super, die Queen geht hier hoch auf den nächsten Level, hat auch noch ein bisschen was am Mauern zu tun. Aber sonst RH9 hier Max Out, auch alle Kasernen fertig. Also kann, hier geht noch ein bisschen was, sehe ich gerade. Hier geht auch noch so ein bisschen was auf Babydrache, ist es glaube ich. Die sind auf 10 und die sind auf 11. Ja, also ein bisschen hat er noch zu tun, ein bisschen Elex noch, aber kann er dafür noch locker ausgeben und kann schön seine Mauern hier weitermachen. Alles andere, ja, Save the Dark for the Heroes. Also schön in der Mitte hier platziert, die Def schön außenrum. Auch hier vielleicht der Tipp, die stehen hier zu alleine und finde ich, die sollten hier so ein bisschen in der Nähe der Lars platziert werden. Also ist in meinen Augen nach wie vor das Gängige, dass man so ein bisschen die Magiertürme in der Nähe der Lars hat, damit zumindest anstürmende Loons hier schon mal viel Schaden bekommen, damit sie letztendlich von den innenstehenden Gebäuden hier runtergeholt werden können. Aber ich denke mal, das kann man einfach mal testen, einfach mal umstellen. Mache ich ja auch immer wieder, dass ich einfach kleinere Veränderungen in meine Base reinbringe, dass dann das Ganze einfach abteste und dann sehe, funktioniert, funktioniert nicht. Während wir hier den Twan Ackerham vom Clan, Hashtag Oliver Skies, Oliver Sykes heißt es, Entschuldigung, Sykes und Clan Level 10 hier auch ein RH9, also diese Folge ist sehr RH9 lastig, ich denke auch noch nicht so ganz so lange. Ja, Leute, macht die Hockrider mindestens auf Rathaus Level 8 schon mal auf 4, denn damit kommt man schon richtig weit, auch schon mal im Start RH9 Bereich vor allen Dingen, ja, also so ein Go-Hock dann im RH9 Bereich mit 220 Truppen, das geht richtig gut ab hier und die 220 hat er ja auch schon. Hier pennt nur der King oder geht er hoch gerade? Ne, er pennt nur, hat wahrscheinlich gerade angegriffen. Also Helden bitte zur Base anpassen, das ist schon alles echt ein bisschen hoch hier, aber der Rest geht ja noch ein bisschen was hoch hier, also das sieht jetzt doch noch nicht so übertrieben aus hier. Und hier geht schon mal Flächenschaden hoch, das ist nicht schlecht, hier geht der Bohrer auch auf seine letzte Reise. Ja, sieht gut aus hier. Ich denke mal, kommt es auch gut zurecht. Und wir gucken mal. Ja, 295 Angriffe, 23 Devs. Aber ein bisschen mehr könntest du noch CK spielen. Und dann kommen wir zum letzten in meiner Folge. Hashtag 5 ist es ja mittlerweile. Galaxy Adrian. Die geht ja auch schon wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, das stört euch nicht ganz so doll. Ich mache gleich noch einen Angriff, einen Farmangriff mit aktuellen Truppen hier und wir sehen hier auch ein Rathaus 8er. Ja, ich denke mal, da wird der King jetzt demnächst hochgehen auf 9 und 10. Da wollen wir noch ein bisschen was sammeln. Das Ding hier ist alle. Ja, aber mal gucken, warum es alle. Ja, ich hoffe, er macht die Golems noch und auch die Hocks wenigstens hoch. Denn dann hast du alles für einen super Start nach RH9.
Und wir sehen das hier auch in der Mitte. Wird das Rathaus geschützt, schon von dunklen Mauern. Der Rest ist hier. Das kann man, glaube ich, an einem Blick sehen. Der Rest ist durch. Sieht gut aus. Ich denke mal, auch der Galaxy ist ganz zufrieden hier. Ja, greift ab und zu mal an. Und hat auch ein paar Defenses. Passt halt. So, ich suche mir jetzt mal einen Gegner für diese Armee hier. Ja, ich bin immer noch hier im Event am Spielen und bis gleich. So, da haben wir einen gefunden. Es geht hier ja darum, hier im Event letztendlich nur zu gewinnen, mehr nicht. Also wir müssen hier jetzt nicht den Megalot haben oder so, aber ich glaube, der hier sieht ganz gut aus. Was habe ich in der Clanburg? Ich habe 7 Riesen in der Clanburg. Das ist auch cool. Und dann gucken wir mal, wenn wir so hier unseren Sprung setzen. Da ist der, glaube ich, ganz gut positioniert an der Stelle. Jetzt muss ich mal... Oh, ich habe ja nur so ein paar Magier hier. Da muss ich mal jetzt meine Bogenschützin dahinterher setzen. Das ist ja auch echt witzig, dass du hier die Bogenschützin so mitnehmen musst. Und dann gucken wir mal, dass wir hier die Truppen rauskriegen, die Bowler hier mit in die Base reinballern. Und dann soll das hier jetzt mal so ein bisschen fixer abgehen hier mit den Wut hier rein. Den King zünde ich jetzt schon mal, um hier hinten. Das hier muss ich wegfrieseln hier ganz, ganz sicher. Mal gucken, ob die Truppen echt hier so weit durchmarschieren. Schauen wir mal. Ah, sieht aber ganz gut aus. Da haben wir schon mal den Stern. Das ist ja schon ganz in Ordnung. Also wieder, wie gesagt, für meine Verhältnisse absolut top hier. Und ich denke mal, dass wir... Oh, das ist ein Single da. Komm, mach doch... Ah, den machen sie sogar noch weg. Super. Oh, der Sprung ist gar nicht mal so schlecht gesetzt, sehe ich gerade an der Stelle. Und so, mal sehen, ob der sich nicht umdreht hier. Das macht er aber an der Stelle erstmal nicht. Ah, der ist weg. Aber meine Queen muss ich jetzt eben mal zünden. Wo eiert die denn eigentlich rum? Ah, da hinten außen ist die Queen noch. Ja, wie gesagt, es geht mir hier gar nicht um den großen Lot oder um die vielen Pokale mehr, sondern es geht mir darum, ich will das Event irgendwie überleben mit 24 Bogis immer. Und meine andere Armee wird dann gleich 24 Barbaren haben. Die Riesen lasse ich mir immer in die Clanburg spenden. Die reichen dann auch fürs Event. Ja, und so kriege ich das hier eigentlich ganz gut durch. Auch in der Titan League. Muss das ja einfach mal gehen. Ist ja eher Liga-unabhängig, aber ja klar. Für die 24 Bogis kannst du natürlich ein bisschen was Effektiveres mitnehmen. Aber ja, das ist nicht so schlimm. Das macht mir jetzt an der Stelle auch nichts. Oh, ich sehe gerade, so viel Def hat der jetzt gar nicht mehr. Shit. Das habe ich ganz gut geschafft. Dann nehmen wir doch das ein oder andere mit. Plus den Bonus dann hier in der Titan League. Oh, ist das schon in Ordnung. In Ordnung. Eine Minute haben wir hier noch auszulaufen. Ja. Ich hoffe, die Dorfbesuchsfolge hat euch trotzdem ganz gut wieder gefallen. Ich habe viel abgearbeitet. Sie ist jetzt dadurch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn genau diese Folgen so ein bisschen länger werden. Aber du sagst dazu jeder Base ein bisschen was. Und wenn ich da nur 5 Bases bringe und mache da eine Folge raus, da bin ich auch nicht so der Typ für. Deswegen werden die einfach ein bisschen länger hier. Und dann sehen wir wesentlich mehr. Ich habe viel von meiner Datei jetzt abgearbeitet, aber ich habe ja noch wieder etliche hinterhergekriegt. Und ich wurde gestern auch wieder gefragt, ob ich nicht mal im Livestream sowas wieder machen kann. Ja, aber das ist im Livestream, kann ich euch sagen, Leute, ist das sehr leidig. Wenn, dann wird es nur einen Livestream geben, nur mit Checks. Denn anders kriegst du es nicht hin. Die Masse kriegst du dann sowieso nicht mehr bewältigt, weil die Leute passen dann pausenlos ihre Tags rein und sind dann nölig, wenn ich natürlich irgendeinen übersehe. Also dann müsstest du ja schon einen zweiten Mann hier neben dir sitzen haben, der das Ganze mitschreibt. Oh, fast alle Ressourcen gekriegt. Oh, nicht schlecht. Sauber. Und ich muss mal sehen, wie ich das weiterverfolge. Aber ich denke, das Ganze bleibt nach wie vor hier ganz aufgelockert. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin, euer Toto. Flashed.